Hi YouTube, hier ist wieder Jan mit einem neuen Video. Heute geht es um einen iTunes-Ersatz, der schneller ist als iTunes. Ich werde erstmal iTunes aufmachen, mal gucken, wie langsam das ist. Wartet. So. So. Wie ihr sehen könnt, es braucht schon eine Weile, bis es geladen hat. So, jetzt ist es da. Wenn ich halt jetzt hier oben auf die einzelnen Sachen drücken möchte, dauert das und dauert das und dauert das. Genau. Und ich habe halt einen Ersatz gefunden im Internet. Haben Leute groß angekündigt. Das nennt sich Copy Trans Suite. Ich werde den Link unten reinsetzen und dann könnt ihr das mal angucken. Sieht nicht stylisch aus, aber es ist viel schneller als iTunes. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier. Okay. Nein, das nehmen wir nicht. Dann hätte ich das gerade genommen. Hier könnt ihr zum Beispiel problemlos eure Musik nehmen und einfach reinkopieren und rauskopieren, ohne dass ihr ständig dieses blöde Synchronisieren habt. Also ihr nehmt einen Titel. Jetzt muss ich noch auf den iPod warten. Dann synchronisiert er kurz. Und da ist halt alles. Und jetzt könntet ihr zum Beispiel, sagen wir, lokalen Daten drehen, wenn wir jetzt und ich nehme jetzt DMX, nimm das. Okay, das wollte er jetzt nicht machen. Das ist aber hier kein blödes Hin und Her synchronisieren, sondern das ist einfacher. Das einzigste Blöde daran ist, bei hier bei iCloner macht er keine Backups von der zweiten Generation, also von allgemein iPod Touch speichern. Start Backup und hier iPhone und iPod Touch werden von iCloner noch nicht unterstützt. Gut, da müssen wir halt, muss ich halt noch warten. Das nächste Foto überträgt Fotos und Alben von und auf den iPod Touch. Ich war ein bisschen gedacht, dass das angeschlossen ist. Jetzt angeschlossen. Hier zeigt er mir die. Das sind jetzt hier, werden das in Filme angezeigt. Kann es auch so anzeigen lassen. Will ich aber nicht. Und dann kann ich halt hier den Ordner aussehen. Dann zeigt er mir auf der Seite die Bilder. Und dann werden die halt einzeln rübergruppiert. Das sieht man dann auch. So. Das nächste ist, CopyTrans, wie es da steht, überprüft euren iPod auf Fehler und repariert es dann auch. Der kennt gerade meinen iPod nicht, leider. Na gut. Das nächste. Nein, da waren wir schon. Ja. Das ist das Programm. Ich werde unten einen Link reinsetzen, dass ihr das benutzen könnt. Und ja, also es ist wirklich viel schneller als iTunes. Wird auch nicht ständig aktualisieren oder so. Das Problem ist halt, Apps könnt ihr nicht synchronisieren und halt das Backup, wie ihr gesehen habt, funktioniert auch nicht. Und so wie Wiederherstellung gibt es ja auch nicht. Na gut, ich sag nur noch abonnieren, kommentieren and have